Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Review hier auf meinem Kanal. Lego City Magazin, Ausgabe Nummer 4 2019. Mit zwei Extras, einem Polizist mit Jetpack und 5 Karten zum Lego Ninjago Trading Card Game Serie 4. Das der Inhalt, also die Extras. Und zum Inhalt kommen wir dann als nächstes. Dazu müssen wir erstmal die Extras vorsichtig vom Magazin lösen. Blöd, dass es hier mit einem Klebestreifen befestigt ist. Weil diese Klebepunkte, die der Blue Ocean Verlag sonst benutzt, sind eigentlich ziemlich gut. Die lassen sich nahezu rückstandslos entfernen. So, dann das Booster Pack schon mal abgemacht. Jetzt kommt noch die Minifigur dran. So. Und schon. Einmal. Dann müssen wir noch den Kleber ablösen auf der Seite. So. Na, haben wir nicht alles erwischt. Nicht schlimm. So, jetzt haben wir alles. Hervorragend. Und so. Perfekt, würde ich sagen. Na, jetzt hängt der Kleber irgendwie mal in der Hand fest. Das ist natürlich nicht so schön. Suchen, die brauche ich ja nämlich. So. Dann, also Lego City Magazin 4 2019. Werbung für das Lego Ninjago Legacy Magazin mit der Minifigur Garmadon und der limitierten Karte Mega Power J. Habt ihr ja schon mal auf dem Kanal gesehen. Dann Inhaltsverzeichnis. Jetzt los mit einem Comic, die Schattenbande. Ne, die Schattenbande. Vielleicht auch schon Ende, es muss auch schon die Schattenbande heißen. Ein Fall für Jeff Bolt. Das ist dann wohl der Jetpack-Polizist hier. Da geht nichts über Chase McCain. Hier Lego City Undercover. Dann nochmal Comic weiter. Dann Werbung für das Lego Star Wars Magazin. Ausgabe Nummer 46 mit dem Yui. Dann geht es weiter mit dem Comic. Dann ein Set, die Festnahme. Polizeiflucht mit Fallschirm, 218 Teile. Dann noch mehr Comic. Und dann haben wir Rätsel. Aha, Aufklärung nennt sich das hier. Dann nochmal der Comic. Dann ein Poster hier von dem Polizisten. Oh, Werbung für Deichmann-Schuhe, Pyjamas-Helden, Paw Patrol, My Little Pony, Cars, Frozen und Transformers. Hm. Gerade die PJ-Masks-Schuhe können doch so mein Kleinen sein. Dann Polizei-Action, ein zweites Poster, die Rückseite vom ersten Poster. Dann das Magazin abonnieren und dazu 12 Ausgaben, dazu ein kostenloses Spielset. Hier der Frontlader, der Streifenwagen oder hier Kajak-Abenteuer, Polizei-Flugzeugpatrouille oder Wüstenrennwagen. Dann nochmal ein Rätsel, Nachtflug. Dann geht der Comic weiter, 23. Und dann geht der Comic immer noch weiter. Und jetzt kommt das Jetpack zum Einsatz. Wahrscheinlich im Comic auch. Und dann würde ich sagen, bauen wir das Jetpack doch auch mal auf. Damit wir es dann uns angucken können. So. Dann schicken wir alles dahin. Viele Teile sind es nicht diesmal. Und dann fangen wir an. Also erstmal die Minifigur. Klar, Beine und Oberkörper zusammenstecken. Dann kommt hier dieses Teil, da wird dann die Aufhängung quasi für den Jetpack. Dann kommt der Kopf. Hat diesmal leider nur ein Gesicht, der Kopf. So. Manchmal hat er auch noch hinten ein zweites Gesicht, aber das hier gibt es nur ein Gesicht. So, dann kommt der Helm drauf, zusammen mit dem Visier. Auch so ein Teil, das sich über die Jahre nie geändert hat. Das gab es damals, als ich Kind war, schon diese Motorradhelme mit Visier zum Hoch- und Runterklappen. Okay, das ist erstmal die Figur. Dann kommt der Jetpack jetzt. Dann haben wir einmal dieses Teil hier. Dem da drauf. Das andere legen wir dann von der anderen Seite dran. Verbinden es hier mit. So, aha. Passt.
Dann kommen die Flügel links und rechts dran. Einmal und zweimal. Genau. Dann werden von unten noch Düsen quasi dran gesteckt. So und so. Und dann war es das auch schon. Dann kommt das hier hinten dran. Und damit hat er jetzt einen funktionierenden, funktionierendes Jetpack. Also für eine Minifigur funktioniert. Dann hat er noch das Walkie-Talkie, das Funkgerät. Und das, auch das sieht genauso aus wie früher, als ich Kind war. Saugeil. Damals in den 80ern. 80er, Anfang 90er, da sah das auch so aus. Und die Handschellen. Gut, Handschellen, die gab es damals, glaube ich, noch nicht. Zumindest nicht, als ich mit Lego noch gespielt habe. Und ich kann mich zumindest noch nicht daran erinnern, dass es die gab. Weiß gar nicht. Weiß einer, wann es das erste Mal gab, diese Handschellen? Ich glaube, die gab es in den 80ern noch nicht. So. Und schon ist er fertig. Der Polizist, schon vergessen, wie er heißt, mit dem Raketenrucksack. Sehr schick. Cooles Teil. So. Und dann schauen wir weiter. Das Comic geht weiter. Jetzt hat er den Raketenrucksack hier, das Jetpack. Und fliegt damit rum. Dann wieder ein Set. Der Raub. Der Polizeidiamantenraub mit 400 Lego-Teilen. Sehr cool. Und dann nochmal ein Teil vom Comic. Und hier ein weiteres Rätsel. Der Höhenflug. Mhm. Dann die letzte Seite des Comics. Dann eine Umfrage. Sag uns deine Meinung und gewinne. Ein von 9 Preisen gewinnen hier. Zweimal die Pistenraupe. Dreimal Polizeiflucht mit Fallschirm, dreimal Polizeidiamantenraub und einmal die Feuerwehrstation. Dann Vorschau für das nächste Heft, das nächste Lego City Magazin. Gibt es am 21. Mai und enthalten eine original Lego City Minifigur, Feuerwehrfrau mit Hubschrauber und Feuerlöcher. Sehr cool. Dann noch Vorschau auf die weiteren Lego Magazine hier, Lego Batman Magazin, Lego Ninjago Magazin und Lego Star Wars Magazin. Dann haben wir hier Werbung für das Lego Ninjago Trading Card Game Serie 4. Und da haben wir hier auch noch einen Booster, was dem jetzt beiträgt. Und das schauen wir uns doch fix mal an. Was ist denn da so drin? Und da hätten wir Böse Pythor. Eine Spielregel. Dann hätten wir Ninjago Lloyd, eine Aktionskarte. Eine Puzzlekarte. Ninja Cole. Und eine Aktionskarte Cole's Spin Jitsu Wirbel. Das ist die Karten aus dem Booster. So, und last but not least Werbung für Lego City, für die Lego City Sets hier unten. Sind einige abgebildet. Für alle, denen der Winter nicht lang genug war oder die sich schon auf den Sommer freuen. Die neuen starken Fahrzeuge von Lego City. So, und ich würde sagen, damit beschließen wir auch dieses Review. Wie gesagt, hier nochmal die 5 Karten und der coole Polizist hier mit Jetpack. Ja, dann hoffe ich, dieses Review hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr meinen Kanal und mich ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Und denkt auch dran, die kleine Glocke zu aktivieren, dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Ansonsten danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.